Du angelst erst seit kurzem oder schon etwas länger, aber der Erfolg will sich einfach nicht einstellen. Du gehst öfter als nur manchmal als Schneider geknickt nach Hause. Ich zeige dir heute 5 Gründe, warum sich der Erfolg am Wasser bisher nicht einstellen wollte und was du tun kannst, damit 2024 dein Angeljahr wird. Der erste Tipp bzw. der erste Fehler ist, du hast zu viele Köder. Damit mag ich mich vielleicht jetzt nicht besonders beliebt bei den großen Herstellern machen, aber ich sehe das oft auch bei meinen Kumpels, dass wenn man einen Blick in die Tackleboxen wirft, erstens sind sie wüst zusammengewürfelt und dann sieht man auch, dass sie teilweise viele Köder vom selben Ködertyp haben, also zum Beispiel ein Twitchbait, der auf derselben Tiefe läuft, dieselbe Größe hat und der Kollege hat einfach 5 davon. Das führt leider dazu, dass der halbe Tag mit Köderwechseln verbracht wird, kenne ich ja selbstverständlich auch. Und am Ende des Angeltages, beziehungsweise schon weit vor Ende des Angeltages, ist man völlig verunsichert und weiß gar nicht, was man jetzt überhaupt noch anhängen soll. Der erste Tipp, den ich dafür habe, ist einfach mal anzufangen, die Tacklebox rigoros auszumisten und dann zu sortieren. Das heißt, ihr schmeißt erstmal alles raus, nehmt euch eure Tackleboxen und dann überlegt ihr euch wirklich mal ganz genau. Ihr nehmt zum Beispiel eure Twitchbaits, wie gesagt, diese angesprochenen 5, und sagt euch, okay, welcher ist der, dem ich am meisten vertraue, von dem ich glaube, dass der, der grundsätzlich der beste ist? Dann nehmt ihr den und packt den in die Box und die anderen 4 verkauft ihr einfach. Weil glaubt mir, es wird euch helfen, wenn ihr euch nicht mehr dazwischen entscheiden müsst, ob ihr jetzt genau den nehmt oder den, weil es wird am Wasser nicht den Unterschied machen. Nur werden wir immer wieder durchwechseln, immer wieder Köder wechseln und dadurch völlig das Vertrauen in den Spot und auch in den Tag verlieren. Wenn ihr dann eure Tacklebox geordnet habt, können wir vielleicht dazu kommen, wie ich generell Köder aussuche. Bei mir ist es so, dass ich schaue, dass ich einen Köder, mit dem ich einen Fisch auf eine bestimmte Art und Weise anspreche. Bleiben wir mal bei diesem Wobbler-Beispiel. Und ich habe einen Wobbler, der auf 2 Meter läuft, für Barsche, also so 60 bis 70 mm hat. Dann kaufe ich davon einen in maximal 2 Farben. Eine natürliche Farbe, eine schockige Farbe. Und das war's. Dann kann ich mir maximal noch überlegen, ob ich noch einen will, der noch 1 Meter tiefer läuft oder 1 Meter flacher oder einen, der wesentlich größer ist und dann wieder in maximal 2 Farben. Aus meiner Sicht, einen Köder zu haben, den man in 8 Farben besitzt, bringt einfach nur Unruhe in den Angeltag und wird den Fangerfolg nicht signifikant erhöhen. Anschließend kauft ihr nur noch Köder, wenn ihr der ernsthaften und reflektierten Meinung seid, dass ihr damit große Lücken in eurer Tacklebox schließt. Wenn es zum Beispiel so ist, dass, was mir im Sommer schon öfter passiert ist, dass ihr sehr lethargische Fische im Mittelwasser nicht dazu animiert bekommt zu beißen, dann könnt ihr euch überlegen, okay, wäre es vielleicht was, einen Softjerk zu fischen oder Hoverstrawling zu benutzen oder einen Spine Rig, dann wären das so Situationen, wo ich sagen würde, okay, da würde ich wieder einen Köder dazu kaufen. Aber ich würde nicht sagen, mein Twitchbait hat heute nicht funktioniert. Wäre eine gute Idee, wenn ich noch 2 kaufe. Wird wirklich der One-In, One-Out-Ansatz. Das heißt, ich habe mir neulich auch einen neuen Stickbait gekauft, weil ich vorher hatte ich einen von AliExpress, in den ich nicht wirklich Vertrauen hatte. Habe mir dann eine Bonnie von Ilex gekauft, aber auch wirklich genau eine. Und habe dafür dann auch den anderen Stickbait wieder rausgeworfen aus der Tacklebox, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, irgendwie zwischen den Stickbaits hin und her zu wechseln. So, wie verhält es sich jetzt am Wasser? Wir haben jetzt die richtigen Köder ausgesucht. Ich finde, als gute Faustregel kann man sagen, man wechselt nur den Köder, wenn man einen konkreten Plan hat, wie man den Fisch anders ansprechen will. Das heißt, ich zum Beispiel wechsle nicht zwischen einem Chatterbait, einer Zikade und einem Crankbait hin und her, weil das alles aus meiner Sicht Köder sind, die den Fisch auf eine bestimmte Art und Weise ansprechen, die nämlich aggressiv machen sollen durch ihre laute Bewegung unter Wasser. Ich würde in dem Fall zum Beispiel mal überlegen, ob ich einen Softjerk fische, um einfach eine leichte, ruhige Bewegung reinzubringen oder mal tiefer am Grund zu fischen oder mehr an der Oberfläche. Aber ich würde nicht zwischen Ködern hin und her wechseln, die den Fisch auf dieselbe Art und Weise ansprechen. Noch für die Anfangsphase, wenn ihr jetzt wirklich auch so wie ich anfangt, zum Köderminimalisten zu werden, hat es mir am Anfang geholfen, mir zu überlegen, was für Bedingungen habe ich im Moment und danach mir zu sagen, ich wähle mir heute 3 Ködertypen aus, die ich mitnehme. Und dann wechsle ich auch nur zwischen den 3 hin und her. Wenn wir das jetzt mal einfach mal durchspielen für den Saisonstart, der uns kurz bevorsteht, man sucht die Barsche auf den Plateaus, wo sie gerade aufgehört haben zu laichen, dann würde ich zum Beispiel erst mit einem Twitchbait, einem Chatterbait und einem Searig losziehen, weil ich habe die Möglichkeit, sie langsam am Grund anzusprechen, sie langsam oder zackig im Mittelwasser anzusprechen und sie mit dem Chatterbait richtig aggressiv zu machen. Hab damit 3 Arten, sie anzusprechen und weiß, dass wenn es nicht funktioniert, ich höchstwahrscheinlich eher den Spot wechseln sollte. Fehler, du angelst zu unkonzentriert. Jeder von uns kennt es, wir kommen hochmotiviert ans Wasser, denken, heute ist
PB-Zeit, heute geht es richtig nach vorne und dann kommt einfach 2 Stunden absolut nichts. Das ist erstmal absolut ernüchternd. Dann lässt die Konzentration nach und man angelt so vor sich hin. Jetzt könnte man natürlich sagen, Angeln ist Angeln und Angeln ist Glück. Wir wissen alle, dass Angeln bis zu einem gewissen Grad vor allem Wissen ist. Bei Unkonzentriertheit leiden vor allem Köderführung, der Plan für den Spot und generell die anglerische Kreativität. Was meine ich damit? Die Köderführung, ich denke, das können wir uns alle denken, wenn man die Schnauze voll hat vom Angeln, dann leiert man den Köder so ein bisschen vor sich hin. Mir fällt dann bei mir selber schnell auf, dass ich den Köder teilweise nicht in der richtigen Tiefe angel, dass ich viel zu schnell angel oder den Köder einfach nicht so animiere, wie ich ihn animieren sollte. Wie zum Beispiel, wenn ich schon 3 Fische gefangen habe, hochmotiviert bin und bei jedem Wurf 100% alles gebe. Zweiter Punkt, Plan für den Spot. Man merkt es eben auch, dass man, wenn man eben motiviert ist und man hat schon Fische gefangen, überlegt man sich, okay, da könnte ich noch hinfahren, da könnte ich noch hinfahren, das könnte ich noch machen. Macht sich einfach einen genauen Plan, wo will ich jetzt eigentlich hinfahren. Dritte Sache, was meine ich mit anglerischer Kreativität? Das ist einfach so diese Sache, okay, es läuft nicht, aber ich ziehe einfach trotzdem denselben Köder durch. Also so ein Ding von, oh ja, ich habe nicht einen Fisch gefangen und trotzdem angle ich Gummifisch mit Bleikopf 8 Stunden durch und mit einer Semi-Motivation. Wenn ich eine hohe Motivation habe und konzentriert bin, dann überlege ich, okay, kann ich mal einen Carolina Rig probieren? Kann ich mal einen Twitchbait probieren? Kann ich einen Jerk, einen Gummi, was auch immer der Zielfisch ist? Aber ich werde einfach kreativ und probiere unterschiedliche Dinge aus. Die Frage, was kann man da tun? Aus meiner Sicht ist, insofern ihr die Möglichkeit habt, immer eine gute Möglichkeit, nach einem längeren Zeitraum ohne Biss auch einfach mal eine Pause zu machen. Setzt euch mal hin, wenn ihr mit dem Boot oder dem Belly unterwegs seid, verdreht euch mal die Beine, trinkt einen Schluck Wasser, entspannt einfach ein bisschen, setzt euch kurz hin. So eine Mittagspause mit Bratwurst und Brötchen hat schon so manche Angelmotivation wieder zurückgebracht. Und jetzt könnt ihr fragen, okay Friedrich, und was, wenn ich Bock habe, weiter zu angeln? Klar, Logo kannst du das auch machen, aber dann stell dir immer die Frage, was macht der Fisch gerade und was ist die beste Möglichkeit, ihn übers Ohr zu hauen? Frag dich, ist das gerade der beste Spot, an dem du bist? Gibt es eventuell einen vielversprechenderen? Ist das der beste Köder oder habe ich eventuell noch andere Möglichkeiten, den Fisch anzusprechen? Und ist meine Köderführung gerade optimal? Gutes Beispiel, Zanderangeln im Winter. Angle ich viel zu schwer, viel zu schnell gerade? Sollte ich das alle einfach ein bisschen ruhiger angehen und kriege dadurch vielleicht nochmal den anderen Biss? Einfach bewusst sich mit den Faktoren auseinandersetzen, die gerade darauf Einfluss nehmen, ob du was fängst oder nicht. Fehler Nummer 3, du vergisst einfach die Jahreszeiten. Das betrifft sowohl Köder, Spots, Köderführung, als auch das Verhalten der Fische generell. Beim Köder ist die Frage essentiell, was fressen die Fische? Dabei gibt es für mich 2 primäre Faktoren, das ist einmal die Köderart und einmal die Ködergröße. Was meine ich mit Köderart? Damit meine ich, was wollt ihr damit imitieren? Wollt ihr beim Barschangeln einen Krebs oder einen Fisch imitieren? Oder wollt ihr auch mal einen Frosch beim Hechtangeln imitieren? Fragt euch einfach, was fressen die Fische höchstwahrscheinlich in diesem Gewässer und auch zu dieser Jahreszeit, weil das eben auch wechseln kann. Die zweite Frage ist eben, was ist die Ködergröße, die ihr fischen wollt? Wenn es zum Beispiel um die Barsche geht, werdet ihr zum Saisonstart, wenn wir Brutfischsaison haben, kaum mit Ködern angeln oder mit Ködern Erfolg haben, die größer als 3 Inch sind. Während ihr zum Herbst bzw. nachher Spätsommer, Herbst besonders große Köder wählen solltet, für Barsche, also vielleicht so 3,5 Inch, um damit die richtig dicken Biester zu bekommen, weil die sich nämlich gerade auf den Winter damit vorbereiten. Als zweiter Punkt die Köderführung. Fische sind, wie wir hoffentlich alle wissen, wechselwarm. Und das bedeutet, je nach Wassertemperatur können sie sich auch unterschiedlich schnell bewegen. Das heißt, im Sommer bewegen sie sich tendenziell sehr schnell und sind sehr kraftvoll unterwegs, während sie sich im Winter sehr langsam bewegen. Wichtig ist dabei, dass wir unsere Köderführung an die Fische anpassen. Dabei ist es völlig egal, ob wir Hechte oder Barsche oder Zander ins Visier nehmen. Wichtig ist einfach, dass wir die Geschwindigkeit unseres Köders an die Geschwindigkeit der Fische anpassen. Sommer, eine schnelle Köderführung häufig zum Erfolg führt, ist im Winter eine langsame Köderführung Pflicht. Als kleiner Tipp, in der Regel einfach immer langsamer anfangen und dann die Geschwindigkeit steigern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu schnell angelt, ist auch selbst im Frühling und im Herbst höher als die, dass ihr wirklich zu langsam angelt. Und für den Spots. Wird jeder von euch schon mal mitbekommen haben, Spots, die im Sommer total Endgegner sind, sind im Winter totale Tischtennisplatte. Hier kann man leider schlecht pauschale Lösungen finden, wobei es schon viele Tipps in Foren und auch sonst im Internet gibt, wo die Fische zu bestimmten Jahreszeiten stehen. Ich kann einfach nur den Tipp geben, beschäftigt euch mit dem Verhalten eures Zielfisches
und schaut euch, wo der zu welcher Jahreszeit ungefähr stehen müsste. Weil das ist immer schon ein guter Anhaltspunkt, um dem Fisch dann nachher auf die Schliche zu kommen. Er mag manchmal ein paar Meter tiefer, ein paar Meter höher stehen, aber so fischt ihr nicht komplett in Trüben. Ja, und dann gibt es einfach im Jahr generell bessere und schlechtere Zeiten, um die Fische zu beangeln. Und das gilt nicht nur für Hering und Hornfisch, die du nur zu bestimmten Zeiten beangeln kannst, sondern auch für Hecht, Barsch und Zander. Es gibt eben klassisch beim Barsch, meistens sind Hecht und Zander ja zu der Laichzeit geschont, aber auch beim Barsch, sobald die anfangen zu laichen, lohnt es sich absolut nicht mehr, auf die zu angeln, sondern dann sollte man vielleicht mal schauen, okay, wäre es auch eine Möglichkeit, den Zielfisch zu wechseln, weil das andere wird einfach schnell frustrierend, weil die Fische überhaupt gar keinen Bock haben zu beißen. Für uns alle ist wahrscheinlich die spannendste Zeit der goldene Herbst. Da hoffen wir alle, die besonders kapitalen Räuber zu bekommen. Aber es gibt auch sonst noch weitere interessante Zeiten. Ich mache das mal an den Barschen fest. Eine besonders interessante Zeit ist um die Laichzeit der Barsche herum. Das kommt natürlich auch auf die Gewässergegebenheiten ran, aber ich würde eben sagen von Mitte, Anfang März bis knapp Ende April in der Regel laichen die Barsche bei uns. Und da habt ihr ein ganz interessantes Verhalten vor und nach der Laichzeit. Während die Barsche im Januar und Februar noch eifrig am Fressen sind, obwohl es eigentlich Winter ist, weil sie sich auf die Laichzeit vorbereiten, wird es im Laufe des Februars in den März hinein immer schlechter, weil die Barsche so langsam in die flacheren Gebiete zum Laichen ziehen. Im März oder der eben angesprochenen Laichzeit ist dann total tote Hose, weil sich die Fische einfach aufs Laichgeschäft konzentrieren. Spannend ist die Zeit direkt nach der Laichzeit. Und da gilt es immer besonders aufmerksam zu sein und vielleicht auch anfangen zu probieren. Also wir haben es jetzt gerade Mitte April und ich habe für mich schon fest eingeplant, Ende April das erste Mal auf Barschangeln zu gehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade die größeren Barsche zuerst mit dem Laichen durch sind und man in dieser Phase direkt nach dem Laichen die überproportionale Möglichkeit hat, besonders große Barsche zu fangen. Die Frequenz ist meistens nicht so irrsinnig doll, aber die Chance, einen richtig dicken zu bekommen, ist in der Phase besonders gut. Kann es natürlich sein, dass ihr zur richtigen Jahreszeit am richtigen Spot steht und auch noch den richtigen Köder habt und trotzdem fängt euer Kollege viel besser als ihr. Woran liegt's? Fehler Nummer 4 ist, ihr macht euch keinen Plan um den Aufbau der Struktur oder des Spots, an dem ihr gerade angelt. Frage Nummer 1, wie ist mein Spot aufgebaut? Frage Nummer 2, warum sind die Fische hier? Und Frage Nummer 3, wie verhalten sich die Fische hier und vor allem, wie rauben sie hier? Und das Ganze zeige ich euch jetzt mal anhand eines Krautplateaus im Sommer. Das ist jetzt hier so eine klassische Situation im Sommer. Ihr habt hier oben das Krautplateau, 2 bis 3 Meter tief. Also in der Regel wächst dann im Hochsommer, ich würde sagen, in diesem Bereich Kraut. Teilweise bis 4 Meter, aber das ist so, kommt auch immer ein bisschen auf eure Gewässertrübung drauf an. Das ist der Bereich, in dem Kraut wächst. Dann habt ihr meistens, werdet ihr dann im besten Fall auf eurem Echolot sehen oder vielleicht auch im klaren Wasser, hier drumherum Futterfisch. Der Futterfisch steht meistens nah am Kraut oder direkt im Kraut. Und dann ist eben die Frage, okay, wo sind jetzt die Barsche? Ich habe in der Regel die Faustregel, wenn man sich nicht in einer akuten Jagdphase der Barsche befindet, sind die in den allerseltensten Fällen direkt im Baitfisch. Ein entspannter Baitfisch ist für mich auch immer das schlechteste Zeichen. Wenn die Köderfische sich entspannt bewegen, dann muss in der Regel was falsch sein. Das heißt, wir können schon mal grundsätzlich sagen, in der Regel wird man, wenn man hier hinwirft, wenig Bisse bekommen. Ist zumindest auch so meine Erfahrung. Das heißt, wo können sie jetzt noch sein? Wir haben 2 Möglichkeiten, wenn ich überlege, wie wird der Barsch versuchen, sich diese kleinen Plötzen zum Beispiel zu schnappen. Er kann zum einen hier im Kraut warten und einen kleinen Fisch, der ihn nicht kommen sieht, aus dem Kraut heraus attackieren. Machen Hechte ja auch relativ oft. Die sind dafür noch ein bisschen besser getarnt als die Barsche. Aber wo die Barsche auch oft stehen, und das ist tatsächlich der erste Bereich, den ich abwerfe, ist genau hier am Rand außerhalb des Baitfischs. Also meistens dann hier so im Mittelwasser, wenn es jetzt hier der Baitfisch zum Beispiel bei 4 bis 5 Meter am Krautrand steht, stehen die Barsche meistens direkt da am Rand. Und was wollt ihr jetzt mit eurem Köder machen? Ihr wollt den Köder genau hier zwischen lang werfen. Ihr wollt euch in der Regel mit eurem Boot hier hinstellen und dann wollt ihr hier lang werfen. Weil was wollt ihr nämlich imitieren? Ihr wollt mit eurem Wobbler, mit eurem Chatterbait, mit eurem Gummifisch, wollt ihr den einen Peter Plötze nachmachen, der irgendwo falsch abgebogen ist,
sich ein bisschen alleine fühlt und der Barsch denkt so, oh, perfekt. Der ist nicht mehr in der Sicherheit seines Schwarms, sondern ist hier irgendwo völlig lost, einfach in meinem Gebiet. Und den schnappe ich mir jetzt hier. Das war jetzt ein Beispiel. Jetzt kann ich euch nochmal beispielsweise zeigen, wie ich solche Spots beangeln würde. Weil das war tatsächlich im Sommer. Also ich glaube, ich habe letztes Jahr von 6 40er Barschen habe ich 5 an solchen Spots auf Chatterbait gefangen. Wie ich bei sowas vorgehen würde oder auch vorgegangen bin. Das heißt, wenn wir hier davon ausgehen, ich würde mich selten stellen wir uns direkt drauf, sondern wirklich hier so in den Bereich, wo der Baitfisch schwebt. Also wir kommen hier so angefahren, sehen auf dem Echolot, dass hier Baitfisch ist oder vielleicht auch schon kleine Sicheln von den Barschen. Stellen uns hier hin und dann würde ich als erstes ein Chatterbait nehmen und würde den Chatterbait auch so quer übers Kraut rüberwerfen. Es kann immer sein, es ist uns auch schon passiert, dass die besonders großen Barsche hier direkt im Kraut drinstehen und dass man die, wenn man Chatterbait, ein Spinnerbait könnte man sogar noch durchführen, ich bin einfach ein Chatterbait-Freund, die hier sofort abholt. Was würde ich dann machen? Dann würde ich den Chatterbait nochmal ins Tiefe werfen, den ein bisschen absacken lassen. Wenn ich hier 6 Meter habe, würde ich ihn wahrscheinlich so auf 3 Meter führen, würde diese Bahn abwerfen. Wenn ich dann keinen Biss gekriegt habe, dann würde ich überlegen, okay, jetzt wäre es eine Möglichkeit, wenn ich weiß, der Baitfisch geht hier lang und hier sind 5 Meter, dann nehme ich jetzt zum Beispiel einen Twitchbait, der auf 2-3 Meter läuft und führe den genau hier lang. Führe ihn mal schnell mit 2 Antwitches oder auch mal langsam mit Pausen. Und versuche die Barsche hier in dem Bereich abzuholen. Merke ich, sie kommen nicht im Mittelwasser, dann probiere ich zum Beispiel mal einen Jig. Gerade im Sommer bin ich nicht so ein Freund von Finesse-Methoden, wenn die Barsche so super aktiv im Mittelwasser sind. Aber da könnte ich jetzt zum Beispiel mal einen Gummifisch am Bleikopf probieren. Den braucht ihr hier nicht ins Kraut werfen, weil dann habt ihr 24/7 einfach nur Tagelage unten dran. Sondern den auch genau in dem Bereich hier im Grund, am Rand des Baitfischs langführen. Und damit habt ihr hoffentlich maximale Erfolge an diesen Spots. Wenn ihr bisher einiges für euch mitnehmen konntet, würden wir uns irrsinnig über ein Like freuen. Und wir werden in Zukunft wahrscheinlich noch mehr solche Videos produzieren. Und wenn es euch gefällt, klickt doch mal den Abo-Button. Fehler Nummer 5. Ihr findet leider die falsche Antwort auf Spothopping oder Ausangeln. Kann es sein, dass ihr alles richtig macht nach diesem Lehrbuch und trotzdem fangt ihr keine Fische? Weil kann im Zweifel die falsche Tageszeit sein oder was weiß ich, der Luftdruck hat sich in irgendeiner Form geändert. Luftdruck immer unsere Lieblingsausrede, sind wir ehrlich. Was machen wir jetzt nun? Leider gibt es hier auch keine Patentlösung. Diese Frage ist besonders abhängig auch von eurer Situation vor Ort. Seid ihr mit dem Motorboot auf dem Großgewässer unterwegs? Mit dem Rucksack und Searchbaits am Kanal im Sommer? Oder angelt ihr im Winter am Hafen? Als ersten Lösungsansatz stellt euch mal die Frage, ist Spothopping bzw. Powerfishing überhaupt möglich? Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Spothopping bedeutet, dass ihr relativ schnell eure Angelplätze wechselt, die Plätze nicht großzügig ausangelt, sondern wirklich rumprobiert und von Spot zu Spot hopst. Powerfishing integriert so ein bisschen den Begriff des Spothoppings. Powerfishing bedeutet einfach, dass ihr mit schnellen Ködern viel Wasserfläche absucht und auch schnell die Spots wechselt. Also es geht auch darum, aktive Fische zu suchen, anstatt die Fische, die da sind, mit anderen Methoden zu überreden. Wenn ihr nur eine sehr limitierte Anzahl an Spots zur Verfügung habt oder Searchbaits, wie zum Beispiel Chatterbaits, schnelle Twitchbaits oder Jigs nicht funktionieren, dann solltet ihr lieber auf Powerfishing verzichten. Gutes Beispiel für eine Situation, in der Powerfishing sinnvoll ist, wäre zum Beispiel ein Kanal ohne viel Struktur im Sommer, während eine Situation, in der Powerfishing nicht sinnvoll ist, wenn ihr nur den Zugang zu einem Spot habt, einem Hafen zum Beispiel, und das im Winter auch noch ist. Aber was ist, wenn ihr euch in der zweiten Situation befindet? Also ihr habt nicht viele Spots oder Searchbaits funktionieren einfach gerade nicht. Dann werdet kreativ. Eine Möglichkeit, gerade wenn ihr in großen Städten an viel beangelten Spots angelt, schaut euch an, was alle anderen machen und dann überlegt ihr, wie ihr es anders machen könnt. Ein gutes Beispiel ist bei uns in der Region zum Beispiel, hat jeder Mensch, weil es sie wirklich in jedem Angelladen auch mittlerweile gibt, Jigspinner und angelt nur noch mit diesen Jigspinnern. Und ich habe einfach das Gefühl, dass die deutlich schlechter fangen als andere Köder, einfach weil die bei uns die Barsche täglich diese Dinger vors Maul geworfen bekommen. Das heißt, da wäre die Möglichkeit, okay, ich habe jetzt einen Jigspinner, der mit Druck unter Wasser und Lichtreflexen arbeitet, kann ich vielleicht was Natürliches, Langsameres anbieten. Eine Situation, die ich zum Beispiel letztes Jahr im Mai hatte, war, dass es so extrem schnell sehr warm wurde und die Fische nur sehr lethargisch gebissen haben. Und während
unter anderem auch ich am Anfang wirklich nicht viel gefangen habe, habe ich mich dann irgendwann durchgetestet und bin zu kleinen Krebsen am Freerig gekommen und habe die so ganz langsam übers Kraut gezogen und die sind mir immer noch nicht ins Boot gesprungen, aber ich habe jeden Tag eigentlich relativ gut gefangen, während es bei den anderen relativ schwierig lief, weil die Köder, die normalerweise gefangen hätten, an diesem Punkt nicht gefangen haben. Generell gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten, um Fische, die besonders beißfaul sind, doch noch zum Biss zu überreden. Das ist erstens, besonders langsam zu angeln und dem Fisch damit eine besonders leicht zu machende Beute vorzuspielen. Das kann man zum Beispiel entweder machen im Mittelwasser, indem man einen Softjerk fischt oder einen Wobbler besonders lange stehen lässt. Und am Grund kann man es zum Beispiel machen, indem man Finesse-Rigs ganz langsam schleift, um den langsamen Fischen zu sagen, okay, du hast vielleicht gerade nicht so besonders viel Bock, aber um dir diesen Snack reinzupfeifen, musst du dich auch wirklich nicht besonders schnell bewegen. Also hau rein. Und die zweite Möglichkeit, die bei mir besonders auf die großen Fische, also auf die großen Barsche, besonders gut funktioniert, ist, sie einfach aggressiv zu machen. Mit Ködern wie Lipless Crankbaits. Crankbaits, also Wobblern mit einer großen Tauchschaufel, die viel Radau unter Wasser machen, oder Chatterbaits, habt ihr die Möglichkeit, die Fische durch die starken Vibrationen und die Geräusche unter Wasser und auch die Lichtreflexe besonders aggressiv zu machen und im Zweifel nicht mal einen Hungerbiss, sondern einen Aggressionsbiss zu bekommen. Das ist auch an manchen Tagen wirklich nochmal ein Gamechanger und bewahrt euch davor zu schneidern. So, das waren meine 5 Tipps für euch am Wasser, damit ihr in Zukunft erfolgreicher sein werdet. Was kennt ihr noch für Tipps, um am Wasser erfolgreich zu sein? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, würden wir uns irrsinnig über ein Like und einen Kommentar freuen. Und wenn ihr Bock habt, nichts mehr zu verpassen, dann würde uns ein Abo die Welt bedeuten. Sehr lethargische Fische. Aber ich werde einfach Kreativität kriegen. Was fressen? Dabei könnt ihr euch erstmal fragen, was fressen die Köder? Digga, moin. Zuerst mal die Köder. Nee, das ist normal. Grund Nummer 4. Warte mal. 3. Weißt du, also, du hast gut dran gedacht, die Hand wegzunehmen. Das habe ich wirklich überhaupt nicht dran gedacht. Nee, aber es hat. Habe ich gemacht. Ganz gut.